Hallo ihr Lieben! Deutschlandweit rufen wir alle Initiatoren dazu auf, Pfingsten in Berlin zu sein. In diesem Video erhaltet ihr einen kurzen Überblick, was genau in den einzelnen Tagen zu Pfingsten in Berlin geplant ist und wo genau die Treffpunkte sind. Am Freitag, den 21.05. starten 4 Autokorsos aus allen Himmelsrichtungen. Berlin! Berlin! Die Vater, Berlin! Das gemeinsame Ziel ist der Theodor-Heuss-Platz. Je nachdem, aus welchem Bundesland ihr kommt, bitten wir euch folgenden Autokorso zu besuchen. Die Leute aus den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen nehmen bitte am Autokorso Nord teil. Ihr kommt aus Berlin, Ost- oder Nordbrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder Hamburg? Dann fahrt bitte zum Autokorso Ost. Wenn ihr von Sachsen, Thüringen oder Südbrandenburg aus anreist, dann nehmt bitte am Autokorso Süd teil. Und die Leute aus Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Westbrandenburg fahren am besten zum Autokorso West. Und vielleicht drehen wir in Berlin noch alle zusammen eine Extra-Runde. Aber lasst euch überraschen. Hier sind noch ein paar Hinweise zu den Autokorsos Süd und West. Pfingsten wird mit euch groß. In Herzberg beginnt um 16 Uhr ein etwa 100 Kilometer langer Autokorso. Dieser Autokorso führt nach Südberlin, wo um 18.30 Uhr der Autokorso Süd startet. In Jüterbog und Trebin gibt es 2 Zwischenstopps. Außerdem startet um 16 Uhr ein Autokorso in der Stadt Brandenburg an der Havel. Dieser Autokorso führt direkt zum Olympischen Platz, also zum Autokorso West, der um 18 Uhr startet. Und natürlich sind auch die Biker herzlich willkommen. Am Samstag, den 22.05. erfolgt ein Sternmarsch aus allen Himmelsrichtungen. Es gibt 4 Aufzüge mit unterschiedlichen Routen durch Berlin. Das gemeinsame Ziel der 4 Aufmärsche ist die Siegessäule. Der Treff der jeweiligen Aufzüge ist um 11 Uhr. Startzeit der Märsche ist um 12 Uhr. Damit auch hier die Anzahl der Demonstrationsteilnehmer in etwa gleich ist, bitten wir euch, je nach Bundesland, an folgender Route teilzunehmen. Bolle reiste jüngst zu Pfingsten, Berlin war sein Ziel. Verloren sein Gehorsam im Mediengewühl. Nur eine volle halbe Stunde war er noch reserviert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Abgerundet wird der Sternmarsch mit einer Abschlusskundgebung an der Siegessäule von 16 bis 19 Uhr. Dafür werden 4 Bühnen aufgebaut. Bitte bleibt möglichst vor euren Bühnen stehen. Am Pfingstsonntag gibt es eine Großdemo, an der alle Bundesländer teilnehmen. Startzeit ist 13 Uhr. Es werden auf der Straße des 17. Juni 5 Bühnen aufgebaut. 4 Bühnen um die Siegessäule und eine Bühne auf der Straße des 17. Juni. Je nach Bundesland bitte an folgender Bühne teilnehmen. Bei der Demo gab's kein Halten, am Ende gab's nur wir. Aber alles eingenommen von Aktivisten hier. Nicht mal ein leichter Zweifel, dass man gegen uns agiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Und am Pfingstmontag starten um 14 Uhr überall in Berlin Versammlungen. Fast jedes Bundesland startet eine eigene Versammlung. Es finden in der Summe 13 Bezirksdemos statt. Es folgt ein kurzer Überblick, welches Bundesland wo genau in Berlin am Pfingstmontag demonstriert. Zu Hause angekommen, da ging's ihm wieder gut. Die ganze Welt steht auf, es gibt ihm neuen Mut. Gemeinsam gegen Faschisten. Es hat ihn aufpoliert. Gerade deshalb hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Gerade deshalb hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Wer Unterkünfte in Berlin sucht oder anbieten möchte, den empfehle ich folgenden Telegram-Kanal. Du möchtest in Berlin oder Umgebung zelten oder bivakieren? Dann kannst du dich hier schlau machen. Wer eine Fahrgemeinschaft nach Berlin sucht, bekommt hier Hilfe. Alle Links und Informationen zu Pfingsten in Berlin in der Videobeschreibung oder auf pfingsteninberlin.de.